Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat. Es ist zwar minimal, aber im laufenden Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden macht es schon was aus. Und diese Bewegung nennt man Präzession. Das wird in Berechnung berücksichtigt in indischen Astrologie. Aber nicht wundern, dass die Ergebnis anderes ist als in westlichen Horoskopen. Wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich bewegen, es ist anderes als in einem westlichen Horoskop. Liebe Senilia, ich grüße dich. Das ist dein Video, aber nicht dein Horoskop, sondern der Horoskop von deinem Herzensmann. Und das schauen wir auch an. In diesem Moment, wo er geboren ist, ist die Tierkreiszeichen Skorpion in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Das heißt, das ist sein Lagna oder Aszendent. Ich setze Skorpion hier zum ersten Lebensbereich, was auch gleichzeitig die Aszendent symbolisiert. Die Tierkreiszeichen Skorpion beeinflusst sein Aussehen, bisschen mystisch, undurchschaubar, geheimnisvoll, aber auch sehr leidenschaftlich, beeinflusst auch sein Auftreten und auch seine Persönlichkeit. Und persönlich, hier hat er ein Thema. Und das ist die Transformation, die Gefühle. Warum Gefühle? Weil die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement und Wasserelement symbolisiert Gefühle. Und das heißt, er kennt auch mal die Tiefen wie Angst, aber kennt auch Begeisterung, Hingabe, Liebe, die positiven Gefühle auch. Und das ist dieser Prozess, die Transformation von negativen Gefühlen verabschieden. Und dazu gehört Angst, Schuldgefühl, Zweifel, Wut, Aggression oder sogar Eifersucht, all diesen Gefühlen blockieren. Und er hat diese inneren Kraft und inneren Weisheit, das im Griff bekommen. Und dann steigt die Energie nach oben wie Phönix aus der Asche, was auch die Kundalini-Energie symbolisiert und das, was zu seiner Persönlichkeit gehört und das befreit ihn auch, er braucht es auch. Und dann versteht auch die tiefe Zusammenhänge des Lebens und das verleiht ihm eine gewisse Magie, eine magische Anziehungskraft auch, weil das haben die Skorpion. Auch die Skorpiongeborenen, aber die Skorpion-Aszendent haben, da ist etwas geheimnisvoll. Und ich weiß sogar von Praxis, dass Menschen mit Skorpion-Aszendent lösen etwas aus bei anderen Menschen, dass sie ihren Geheimnissen anvertrauen. Also etwas Mystisches, etwas Geheimnisvolles hat er in seiner Persönlichkeit, in seinem Auftreten auch. Der zweite Lebensbereich, hier sind die Werte.
was ist für ihn wertvoll, was möchte er im Besitz nehmen. Und auch die Selbstwertgefühl und auch Wertschätzung. Und hier hat er die Tierkreiszeichen Schütze. Es ist Feuerelement und das ist schon die Begeisterung und die Bewegung auch. Und bei Schützen, auch bei Schützengeborenen ist es so, dass man hat das Gefühl, es muss noch was Besseres da sein. Und vielen Dingen lassen sie sich auch begeistern und setzen im Tat um und werden aktiv. Natürlich, wenn das um Finanzen geht, das heißt, dass er schnell von etwas begeistert ist und gibt auch Geld aus. Aber hier zeigt die Schütze etwas Wichtiges. Und wenn man das versteht, auch die Schützengeborenen, wenn sie das verstehen, wenn sie Orientierung haben, das viel einfacher ist alles, weil genau das ist die ganze Geheimnis, die Tierkreiszeichen Schütze. Und genau das zeigt auch, dieser Pfeil zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und energetisch ist genau hier in diesem Bereich ist verborgen etwas. Und das sind unsere Wünsche. Und das ist die Richtung. Und wenn man das versteht und beherzigen kann, dann hat man eine Richtung und genau das ist die Bewegung auch. Dann haben die Schützengeborenen und bei ihm, wenn das um die Finanzen geht, dann hat er Orientierung. Und das brauchen sie auch. Er braucht bezüglich Finanzen Orientierung. Wo soll ich mich investieren? Oder was soll ich mich kaufen? Und das ist erst dann möglich, diese Orientierung, wenn er versteht, dass die Richtung ist das, was er, was ihn begeistert, wovon er überzeugt ist. Der dritte Lebensbereich sind Erinnerungen an die Schulzeit. Und diese Erinnerungen zeigen, wie hat er erlebt diese Zeit? Wie könnte er sich behaupten bei Geschwistern oder bei anderen Kindern in die Schule? Und auch die Lernfähigkeit, hat ihm das Spaß gemacht oder weniger, war das schwierig? Und diese Erinnerungen bleiben erhalten. Und das prägt sich später im Geschäftsleben auch, weil zeigt sich, wie man sich behaupten kann gegen Konkurrenten. Aber nicht nur das, sondern auch die Lernfähigkeit, auch die Interesse daran, Wissen vermitteln, Wissen aneignen und auch die Kommunikation, Medien und dieser Austausch. Und hier hat er Steinbock. Und das war für ihn sehr schwierig. Die Tierkreiszeichen Steinbock wirkt in ersten Lebenshälften sehr streng, sehr, sehr streng. Man fühlt sich da die Einschränkungen. Und sicherlich hat das so erlebt in Kindheit. Und das war für ihn die Schulzeit auch nicht einfach. In der zweiten Lebenshälfte wirkt Steinbock sehr unterstützend, weil gibt die Kraft, etwas zu bewältigen, auch dieser starke Wille, ich gebe nicht auf, ich gebe mein Bestes und ich erreiche meine Ziele. Und dann ist die Ausdauer da und auch diese Geduld. Natürlich hängt das alles zusammen, wenn man das in jungen Jahren anderes erlebt hat, entwickelt man sich diese innere Kraft auch. Und man sagt zu sich selbst, den zeige ich aber jetzt, also ich gebe das nicht, gebe ich nicht auf. Und genau diese Stärke ist hier sichtbar. Das heißt, im jungen Jahren, in Schulzeit war das sehr anstrengend, sehr schwierig, auch streng. Und im zweiten Lebenshälfte
hat aber diese innere Überzeugungskraft von sich selbst, auch überzeugt zu sein, dass er sich behaupten kann. Und hier beim vierten Lebensbereich sind wir in dem tiefsten Punkt des Horoskopes, wenn ich die Runde Format nehme. Und das vergleiche ich mit einem Baum. Und das würde bedeuten, hier ist die Wurzel des Baumes. Hier fühlt man sich verwurzelt, verankert. Und das gibt Halt im Leben. Das gibt Sicherheit. Das sind unsere Ahnen, unsere Herkunft, die Traditionen und auch unserem Zuhause. Und hier hat er Wassermann. Natürlich, die Tierkreiszeichen Wassermann zeigt auch, wie er sein Wohnhaus gestalten möchte. Was gefällt ihm? Also erstens sollte es hell und groß sein, außerdem modern eingerichtet. Und was ihm Halt gibt im Leben, das ist sein Ideenreichtum, auch die Leichtigkeit, was er immer wieder verspürt im Leben, das hilft ihm auch weiter. Und wenn er sich einzigartig fühlt im Leben, das stärkt ihm innerlich. Der nächste Lebensbereich sind die Kinder, das zeigt seine Kinder, später seine Enkelkinder oder seine Kindheit, das innere Kind. Und hier liegt die schöpferische Kraft. Wir können von Kindern sehr viel lernen. Und das sollen wir auch tun. Mal die Kinder beobachten, dafür wirklich Zeit nehmen, beobachten, wie sie spielen. Und diese spielerische Art hilft uns im Leben, auch für uns Erwachsenen. Und wenn wir diese Art und Weise etwas gestalten, was uns begeistert, weil wir verspüren diese schöpferische Energie, dann gibt es auch Lebensfreude, weil hier gerade in diesem Bereich liegt auch die Lebensfreude. Und hier hat er die Tierkreiszeichen Fischen. Und das soll auf etwas achten. Wieder Wasserelement. Handelt sich wieder um Gefühle. Und in diesem Sternbild sind es zwei Fischen. Das betone ich immer wieder, weil das ist grundverschieden. So wie die Fischen geborenen, gibt es auch ganz grundverschiedene Charakterzüge. Die eine Richtung ist die Angst. Diese ständige Angst und Zweifel und Unsicherheit. Und auch diese Selbstmitleid. Und an alle anderen leiden auch mit. Und einige Fischengeborenen, davon bin ich überzeugt auch, genießen das auch. Endlich ist jemand da. Endlich bekommen sie Aufmerksamkeit. Und die halten daran fest. Eins merken sie aber nicht, dass sie in diesem ständigen Angstzustand leben. Angst, Zweifel, Unsicherheit, Selbstmitleid. Bis dann so weit kommt, dass sie Depressionen bekommen oder landen im Alkohol und Trunken. Und das ist dann die Endstation. Und spätestens dann wachen sie auf, oh, was ist passiert jetzt in meinem Leben? Und ich habe das ein bisschen übertrieben, aber sowas gibt es auch. Und gerade die Richtung sollen wir verabschieden. Und diese Fischengeborenen sollen nur eins entdecken, 180 Grad drehen und den anderen Fisch mal wahrnehmen. Und das ist die Reichtum, nicht nur die finanzielle Reichtum, sondern auch die inneren Reichtum ist hier verborgen. Weil hier kann man alle mögliche erleben und die Traum, ihre Träume leben. Egal, das muss realistisch sein natürlich, aber diese Fischengeborenen leben wirklich ihren Träumen. Weil sie können das. Das ist diese Begabung auch hier.
Erstmal braucht man ein Vision, ein Bild davon, was man erreichen möchte. Auch beruflich, auch finanziell, auch in die Liebe, Partnerschaft. Wenn Sie ein Bild davon haben und Sie glauben daran und das Vertrauen, und dann können Sie loslassen und einfach geschehen lassen, dann kommt das genau das, was Sie erträumt haben. Genau das passiert auch. Ein Traum wird wahr. Und hier ist das Werkzeug dazu verborgen. Und das kann er. Er kann das, wenn er das spielerisch macht. Hier im fünften Lebensbereich. Dann kann er wirklich seine Träume verwirklichen. Über die Tierkreiszeichen Fischen herrscht Jupiter und Neptun. Und Neptun ist die Planet der Künstler, und das zeigt auch noch, er hat künstlerische Begabung. Die sechste Lebensbereich zeigt den Alltag. Auch die Arbeit, auch die Gesundheit hängt auch zusammen, weil wir können nur arbeiten, wenn wir gesund sind. Und hier hat er die Tierkreiszeichen wieder. Wieder Feuerelement. Auch die Begeisterung und ein Feuerelement, auch die Wiedergeborenen, kann man viele Dinge begeistern. Und die Wiedergeborenen auch, die sind dann sofort aktiv. Und das, was er erlebt im beruflichen Umfeld, immer wieder neue Ideen, die Begeisterung und wieder auch aktiv sein, das zeigt immer wieder Neuanfang in beruflichen. Wenn ich medizinisch betrachte, weil immerhin Gesundheit gehört auch in diesem Lebensbereich, wieder steht zum Kopf, das könnte bei ihm sein, dass er immer wieder Kopfschmerzen hat oder Migräne. Jetzt schauen wir in dem Moment, wo er geboren ist, und das ist sein Aszendent, und das bedeutet, in dem Augenblick, wo er geboren ist, ist die Tierkreiszeichen Skorpion in Osthorizont aufgestiegen, und im selben Moment ist die Tierkreiszeichen Stier in Westhorizont untergegangen. Aber im Geburtsmoment schaut man in die Richtung und erkennt man hier einen Spiegel, und in diesem Spiegel erscheint die Seelenpartner. Bei ihm die Seelenpartnerin, und hier befindet sich die Tierkreiszeichen Stier. Das heißt aber nicht, dass die Partnerin im Tierkreiszeichen Stier geboren sollte, sondern beschreibt die Umstände oder was ihm die Partnerschaft bieten kann, welche Erwartungen hat er von der Partnerin. Es muss schon Stier-Eigenschaften da sein. Natürlich kommt noch die Venus-Einfluss dazu, aber Stier hat auch was zum Sagen, und das ist die Bequemlichkeit, das zu genießen. Er möchte grundsätzlich die Liebe, Partnerschaft einfach mal so genießen. Auch die schöne Umgebung, ein schön gedeckter Tisch, ästhetisch muss das alles sein. Und jetzt sind wir bei dem achten Lebensbereich. Und dieser Lebensbereich nennt man Tod. Natürlich hat das auch mit Tod etwas zu tun, also Todesfälle, erbschaftlichen Situationen im Leben, ganz klar. Aber das ist nur ein Teil. Und mit diesem Tod, wo auch Pluto herrscht, und hier kommt die Pluto-Energie in Wirkung, hat eigentlich gar nicht mit Tod was zu tun, eher das Leben zum Erhalten. Und er hat schon einen Bezug zum Pluto, weil sein Aszendent Skorpion ist und Pluto herrscht über die Tierkreiszeichen Skorpion. Also das prägt auch
seine Persönlichkeit. Bei Pluto gibt es alles oder nichts. Pluto ist nicht bereit zum Kompromissen schließen. Und wie könnte ich Pluto beschreiben, weil das wirklich prägt seine Persönlichkeit. Pluto herrscht über den toten Bereich, was gar nicht mit Tod etwas zu tun, sondern eher das Unbewusste, unserem unbewussten Zustand. Und in diesem Bereich befinden wir uns in einer Wandlung. Und das, was Pluto auch verdreht, die Jahreszeiten, und das zeigt sich die Geschichte zwischen Persephone und Pluto, also ist auf jeden Fall verantwortlich dafür, dass diese Jahreszeiten gibt. Und das wiederkehrt sich immer wieder. Das zeigt den Kreislauf, das Leben, die Winterzeit und dann wieder die Frühling, wieder Natur aufblüht. Das ist Pluto-Energie. Außerdem, wenn wir Tiefschlaf haben, dann fühlen wir uns erholt. Der Körper regeneriert sich wieder. Das ist auch Pluto-Energie. Oder die Zellen, wie sie sich erneuern, diese Erneuerungsprozesse in unserem Körper, ist auch Pluto-Energie. Und die Sexualität ist auch Pluto-Energie. Und das zeigt auch, das Leben erhalten bleiben. Das Einzige, was Pluto nicht zulassen darf, wenn Einflüsse kommen, was diese Kraft, diese Energie stört oder diese Energie raubt. Davon verabschiedet Pluto, weil nur so kann in diesem Prozess bleiben die Erneuerungsprozesse und das Leben erhalten zu bleiben. Und das ist das Prinzip von Pluto. Und deswegen geht Pluto auf keinen Fall auf ein Kompromiss ein. Und das prägt auch seine Persönlichkeit. In diesem Bereich hat er die Zwillinge und das ist sein Prozess. Das ist seine Wandlung, das ist sein Erneuerungsprozess. Und dazu erzähle ich die Geschichte, dann verstehst du, in welchen Lernaufgabe, welchen Prozess er sich befindet. Es gab eine Königin Leda, sie war wunderschön. Und Zeus, der Himmelsgott, liebte auch Frauen, liebte schöne Frauen. Und wenn er die Möglichkeit gehabt hat, hat alle verführt. So war das auch mit Leda. Zeus hat Leda verführt. Und Leda wurde schwanger. Leda war aber verheiratet mit dem König von Sparta. Und von ihrem Ehemann wurde sie auch schwanger. Und Leda gebar den Zwillingen, Kastor und Pollux. Kastor war der Sohn von König, das heißt menschlich und sterblich. Und Pollux war der Sohn von Zeus, von Himmelsgott, also göttlich und unsterblich. Die beiden Zwillinge waren immer miteinander verbunden. Und dann kam die Zeit, wo Kastor sterben musste, er war sterblich. Und Pollux ging zu seinem Vater und bat ihm, um diese Sterblichkeit, weil er hat dann erklärt, er möchte auch sterben, weil er möchte seinen Zwillingsbruder nicht alleine lassen oder er will auch nicht alleine bleiben. Und Zeus hat ihm gesagt, nein, das machst du nicht, ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat den beiden Zwillinge unsterblich gemacht und hat den beiden im Himmel gesetzt.
Und seitdem leuchten die beiden als Hauptsterne in tierkreiszeichnende Zwillinge, Castor und Pollux, und sind miteinander verbunden. Diese Geschichte erzählt uns Menschen etwas, damit wir das verstehen. Das heißt, wir haben eine Seele und diese Seele ist schon ein Teil von der göttlichen Schöpfung, eine göttliche Funke in uns, in unserem Inneren. Und das ist die unsterbliche Teil in uns, das ist Pollux. Und dann haben wir einen Lebensweg, einen Schicksalsweg, was die Seele ausgesucht hat, zum sich entfalten oder lernen. Oder hier haben wir karmische Aufgaben auch. Und dieser Schicksalsweg ist aber begrenzt. Das hat einen Anfang, das ist unsere Geburt, und hat ein Ende, das ist unserem Tod. Also beschränkt, wir sind sterblich, aber unsere Seele ist unsterblich. Also ein Teil in uns zeigt diese Unsterblichkeit. Und wenn wir das verstehen, haben wir ein anderes Selbstbewusstsein. Dann verstehen wir besser die Zusammenhänge des Lebens. Und genau das ist der Prozess, wo er sich befindet. Dieser Teil in sich zum Finden, seine Seele und auch seine Intuition. Der nächste Lebensbereich ist eine große Reise, entweder in die Ferne, wie Ausland, oder in inneren Reise. Und hier befindet sich bei ihm die Tierkreiszeichen Krebs. Er sucht sein Zuhause. Und das ist nicht unbedingt im Praktischen gemeint, wobei ich nicht ausschließe, dass er einen Besitz hat im Ausland oder er fühlt sich im Ausland wie zu Hause, sondern das bedeutet auch, seine Seele braucht auch ein Heim, ein Zuhause, weil so findet er die Ruhe und das findet er dann bei einer meditativen Haltung. Jetzt sind wir im höchsten Punkt des Horoskopes, das ist das Krone des Baumes und das ist wirklich so wie eine Krone, weil hier bekommen wir Anerkennung, Ansehen, Respekt von anderen. Aber hier im höchsten Punkt des Horoskopes liegt auch unsere Ziele und zeigt auch, wie erreichen wir unsere Ziele und oft ist das die Berufung, was wir als Ziel setzen, wo wir auch Anerkennung bekommen. Und er hat hier die Tierkreiszeichen Löwe. Für ihn ist enorm wichtig, im Mittelpunkt zu sein, dass er Aufmerksamkeit bekommt. Das ist sehr, sehr wichtig. Als Berufung liebt er die Öffentlichkeit, auch die Bühne. Also das ist wieder ein Hinweis auf eine künstlerische Tätigkeit. Im 11. Lebensbereich sind die Hoffnungen und Wünsche, aber auch die Freundschaften. Und damit sollen wir wirklich Freundschaft schließen, weil das ist so wichtig. Wenn wir Wünsche haben, dann haben wir auch Träume und dann haben wir auch Ziele. Und das ist die Richtung, was uns glücklich macht. Glücklich und zufrieden. Hier hat er die Tierkreiszeichen Jungfrau. Und das bedeutet, da ist ein bisschen bescheiden. Und wurde vielleicht in Kindheit ihm auch gesagt, träum nicht so viel, sei bodenständig, ach du und deine Träume. Und so entwickelte sich dann diese Bescheidenheit von Jungfrau, aber auch die Klugheit. Und hier kann er die Unterscheidung verspüren. Was ist wichtig? Was ist weniger wichtig? Was ist Realität? Was kann ich wirklich umsetzen im Tat? Oder was ist nur Träumerei? Weil das gibt auch, wenn man das übertreibt. Oder wenn man Träume hat, was niemals zum Erfüllung gehen kann, weil das einfach unrealistisch ist.
Und hier mit Jungfrau kann das ganz, ganz gut einschätzen, aber da ist ein bisschen kritisch mit sich selbst gegenüber. Und so erlebt auch Freundschaften, da ist auch kritisch. Und das bedeutet für ihn nicht nur, dass er das ganz gut einordnen kann, sondern hier kommt wirklich dieser Prinzip auch im Ausdruck, alles oder nichts. Entweder klappt es oder will ich nicht. Also es gibt keine Kompromisse. Die 12. Lebensbereich zeigt die Tiefe, Geheimnisse des Lebens, alles, was im Geheimen ist. Und das interessiert ihn sehr mit Skorpion Aszendent, weil das ist schon seine Thematik. Und hat auch das Gefühl dazu. Aber jetzt mal zurück zu diesem 12. Lebensbereich. Und hier hatte er die Tierkreiszeichen Waage. Nicht nur die Geheimnisse sind hier verborgen, sondern auch karmische Themen. Und Waage symbolisiert auch die Gerechtigkeit. Und das hat er einen Gerechtigkeitssinn. Und das ist auch dieser Lebensbereich, auch ein gewisser Rückzug. Rückzug, und das braucht dieser inneren Gleichgewicht. Er braucht immer wieder die Ruhe, dieser Rückzug, damit in seinem inneren Gleichgewicht bleibt. Außerdem, die Tierkreiszeichen Waage symbolisiert auch Partnerschaft und hier hat er karmische Themen. Sonne befindet sich bei ihm in Tierkreiszeichen Skorpion. Das gleiche, wie ich das bei Aszendent auch beschrieben habe. Sonne symbolisiert sein Selbst. Aszendent, wie er das im Ausdruck bringt. Beide ist Skorpion, ist mit dem im Einklang. Mond ist auch im Skorpion. Und das heißt, das entspricht auch seinen Gefühlen auch. Also er ist sehr, sehr Skorpion betont. Aszendent Skorpion, Sonne im Skorpion, Mond in Skorpion. Und das heißt, er ist kurz nach Neumond geboren. Und Neumond spielt in seinem Leben auch eine sehr große Rolle. Und Neumond bedeutet, Mond hat kein eigenes Licht. Mond empfängt den Licht von der Sonne. Und das, was die Mond uns reflektiert, das, was uns sichtbar ist. Und deswegen erleben wir als Neumond, als Vollmond, als zunehmende oder abnehmende Mondphase, weil je von Entfernung zwischen den beiden Lichtern Sonne und Mond ändert sich die Licht. Und so entsteht dann für uns dieses Phänomen, das wir als zunehmend oder abnehmend oder Vollmond oder Neumond betrachten können. Und ein Neumond heißt, dass die beiden Lichter, Sonne und Mond, treffen sie sich. So wie bei ihm. Sonne, Mond in Skorpion. Die treffen sie sich hier und das heißt, die Sonne kann den Mond gar nicht beleuchten und für uns ist dann in dem Tag unsichtbar. Und diese unsichtbar zu sein, das ist schon ein Teil von seiner Persönlichkeit. Er liebt die Öffentlichkeit. Er möchte immer im Mittelpunkt zu sein, aber er ist sehr geheimnisvoll. Und wenn das ihm zu viel ist, dann macht er sich unsichtbar. Und die anderen Menschen, bei anderen Menschen, die ihn kennen, ist seine Persönlichkeit dadurch ein bisschen undurchschaubar oder geheimnisvoll. Ein Moment genießt das, in die Öffentlichkeit zu sein, und in anderen Moment ist er plötzlich gar nicht mehr da.
Außerdem Neumond bedeutet auch nach innen schauen und die Licht in unserem Inneren suchen. Und das ist ihm sehr, sehr wichtig, weil er macht diese spirituelle Reise, er sucht sein inneren Zuhause für seine Seele. Und er braucht diese Momente Rückzug. Erstens, weil er in Neumond geboren ist. Also kurz davor war die exakte Neumond, aber Neumond hat schon einen Einfluss auf seine Persönlichkeit. Also er braucht den Rückzug. Außerdem, bei einem Rückzug findet er die inneren Gleichgewicht. 12. Lebensbereich zeigt auch in dieser Richtung Rückzug. Und wenn ihm alles zu viel ist, zu stressig, dann braucht er diesen Rückzug. Mars setzt alles in Bewegung. Das ist die Kraft. Mit dieser Kraft kann man sich behaupten. Und das ist eine männliche Energie und symbolisiert ihn als Mann. Und das ist bei ihm in Tierkreiszeichen Wassermann. Die Tierkreiszeichen Wassermann braucht einen gewissen Freiraum. Und er als Mann braucht es auch. Außerdem, die Tierkreiszeichen Wassermann vermittelt, einzigartig zu fühlen. Man könnte sagen, ich bin einzigartig, ich bin außergewöhnlich. Und so fühlt er sich als Mann. Und das Mars im tiefsten Punkt des Horoskopen befindet, wieder die gleiche Thematik, weil Mars ist die Kraft. Die Kraft, sich zu behaupten. Die Kraft, alles in Bewegung setzen oder sich wehren. Und hier im Zuhause heißt, er bekommt diese Kraft, wenn er zurückzieht, zu Hause ist, zur Ruhe kommt. In Ruhe liegt die Kraft und er braucht es. Sonst fühlt er sich kraftlos und müde und erschöpft. Merkur zeigt die Kindheit, Jugend, aber nicht nur das, sondern Handlungen. Wie handelt er im Leben? Ist auch der Planet der Kaufleute. Aber Merkur bedeutet auch Kommunikation. Merkur ist bei ihm in Tierkreiszeichen Skorpion. Das ist so interessant, weil Sonne symbolisiert Vater, Mond symbolisiert Mutter, Merkur symbolisiert auch die Kindheit und Aszendent auch, ich bin ein Kind davon. Hier kommt Vater, Mutter, Kind, wie eins zu sein. Das kann natürlich bedeuten, die Zusammenhalt in die Familie, kann aber auch bedeuten, dass alles zu eng war. Jupiter zeigt seine Größe, seine inneren Größe. Das gehört auch zu seinen Werten, aber auch die Weisheit und wie die Leben er versteht, bringt auch Glück im Leben. Außerdem, Jupiter zeigt auch die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung und öffnet den Augen auch für Ungerechtigkeiten. Jupiter ist auch im Skorpion. Und das heißt, Jupiter vergrößert etwas. Das kann natürlich sein, dass er immer ein bisschen etwas übertreibt. Aszendent zeigt auch die Selbstdarstellung, die Persönlichkeit. Und die Neigung ist da, etwas zu übertreiben, sich wichtig zu machen. Aber Skorpion ist Wasserelement, hat das mit Gefühlen auch etwas zu tun, schaut auch in die Tiefe, auch diese Geheimnisse und Jupiter natürlich auch diese Begabung, diese Weisheit, immer in die Tiefe schauen.
er ahnt viele Dinge auch von innen heraus. Venus ist die Planet der Liebe. Nicht nur das, sondern auch verkörpert die Schönheit, Kreativität und zeigt auch die Frau. Das, was er so vorstellt bei der Liebe, Partnerschaft oder wie soll, welche Eigenschaften soll eine Frau haben, das ist auch Skorpion. Zeigt auch eine gewisse künstlerische Begabung, aber auch, dass er große Wert drauf legt auf das Aussehen, eine gepflegte, schöne Aussehen. Und die Frau soll geheimnisvoll und erotisch wirken. Saturn ist rückläufig in sein Horoskop und diese Rückläufigkeit bedeutet, er hat da karmische Themen. Saturn ist auch der Planet der Schicksal und hütet den Karma und Saturn befindet sich im Stier. In die Liebepartnerschaft hat auf jeden Fall karmische Themen oder eine karmische Begegnung. Das heißt, dass euch kennt von früheren Leben. In die seelischen Ebenen spielt sich das alles ab. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen im Leben. Das hat er in Jungfrau. Das heißt, in seinem Freundeskreis ändert sich immer wieder mal was oder er kennenlernt außergewöhnliche Art und Weise seine Freunde oder seine Freunde sind einzigartig, außergewöhnlich. Aber es hat auch mit seinen Hoffnungen, mit seinen Wünschen auch etwas zu tun und er hat so einzigartige Ideen oder Wünsche. Neptun ist der Planet, was über die Träume herrscht und lasst uns auch inspirieren. Und das ist schon der Planet der Künstler. Wenn das in Erfüllung geht, dann lebt man einen Traum. Wenn man das nicht glaubt, dann ist man frustriert, dann ist nicht zufrieden und dann fühlt man sich auch enttäuscht. Diese Neptun-Energie hat er auch hier im Skorpion. Und das wäre schon für ihn sehr wichtig, seine Träume zum Leben und zeigt auch seine künstlerische Begabung. Pluto, habe ich schon erklärt, alles oder nichts, das Leben erhalten, die innere Kraft, das hat er im Jungfrau. Das wirkt auch den Freundschaften, wenn das nicht seinen Wünschen läuft, so wie er das vorstellt, dann beendet auch die Freundschaften. Da hat er kein Problem damit und er kann das auch loslassen. Und das ist ihm auch sehr, sehr wichtig, sonst fühlt er sich ausgenutzt und das wäre auch nicht gut. Jetzt kommt Rahu und Ketu. Die beiden bilden sich eine Drache oder Schlange, aber man nennt die Drache. Diese Drache symbolisiert erstmal unsere Angst. Und ein Drachentöter, und das kommt immer wieder vor in mythologischen Geschichten, tötet die Drache, das heißt für uns die Angst loslassen. Diese Drache im Horoskop ist getrennt. Die eine Teil ist der Drachenkörper, das nennt man Ketu. In westlichen Astrologie heißt das absteigende Mondknoten. Und Rahu ist der Drachenkopf, das ist die aufsteigende Mondknoten. Und das fehlt. Und das ist unsere Seelenreise, das ist unserem karmischen Weg, diesen Körper, das kennen wir schon, weil das symbolisiert Vergangenheit. All das, was wir in früheren Leben erlebt haben,
und das ist Ketu, das hat er in Tierkreiszeichen Krebs. Diese Reise, die Spiritualität und Ausland, diese Lebenserfahrungen hat er schon. Vielleicht hat noch nicht sein Zuhause gefunden, aber hier hat auf jeden Fall Lebenserfahrungen gesammelt. Das ist Ketu, diesem Drachenkörper. Was aber fehlt, was man nicht kennt, das ist die Drachenkopf. Und unsere Seele sucht das. Mal witzig könnte ich sagen, unsere Seele sagt man, wo ist der Kopf überhaupt? Und die Horoskop zeigt das auch. Und dieser Drachenkopf befindet sich bei ihm hier im Steinbock im dritten Lebensbereich. Und das fehlt ihm. Und wenn er das hier entdeckt, das hilft ihm, weil das befreit ihm auch. Erstens Vertrauen, dass er etwas erlernen kann. In früheren Jahren, in Schulzeit, war Steinbock ihm sehr streng, sehr anstrengend. Das kann dazu führen, dass er sagt, ich kann das eh nicht. Und hier muss er sich aber behaupten und sagen, ja doch, ich beweise, ich kann das. Ich kann das auch erlernen. Außerdem Steinbock zeigt, wie wichtig das ist, Ziele setzen. Die Steinbock-Geborenen haben hohe Ziele, hohe Ideale und die geben das nicht auf. Egal wie schwierig dieser Weg erscheint, die geben das nicht auf. Die haben die Geduld und Ausdauer. Und bei meisten Fällen erreichen sie das auch. Und dadurch bekommen Ansehen und Anerkennung. Und da sollte er sich behaupten. Und weil hier Erinnerungen sind im Schulzeit und auch Erinnerungen, wie er sich behaupten musste bei Geschwistern, oder bei anderen Kindern. Früher war das sehr, sehr schwierig. Und jetzt als Erwachsene traut das nicht zu. Und hier hat er die karmischen Knoten, hier hat die karmische Aufgabe, dieses Selbstvertrauen, diese Stärke zu haben und sagen, doch, ich behaupte mich gegen meine Konkurrenzen. Und ich zeige, ich bin besser als die. Oder ich erreiche wirklich meine Ziele. In indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Aber bevor ich die Mondhäuser erkläre, muss ich noch die Elemente erwähnen, weil ist für ihn sehr, sehr wichtig. Er sollte sich hier behaupten gegen die Konkurrenz und nicht aufgeben und seine Ziele verfolgen. In sein Horoskop fehlt die Feuerelement. Die Feuerelement fehlt, das wäre die Schütze, Widder und Löwe. Und das ist ihm sehr, sehr wichtig. Daran liegt seine Werte. Das ist beeinflusst auch seine Finanzen. Dann seine Arbeit, wo er sich auch behaupten kann und sein Ansehen im höchsten Punkt des Horoskopes. Und er hat keinen Planet im Feuerelement. Das ist nicht weiter schlimm. Bei jedem Horoskop, fast bei jedem Horoskop fehlt ein, manchmal sogar zwei Elemente. Insgesamt haben wir vier Elemente, Feuer, Erde, Luft und Wasser. Bei ihm fehlt die Feuerelement und das ist schon die Begeisterung, auch die Kraft und die Mut weiterzumachen und auch die Leidenschaft, immer dabei sein, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Aber das kann man bei ihn beeinflussen, wenn man ihn begeistert von etwas oder ihm Mut gibt, das unterstützt ihn schon. Und jetzt zum Mondhäuser.
Sein Aszendent ist Skorpion und befindet sich im Mondhaus Vishakha. Vishakha ist eine Feuergöttin. Und diese Feuergöttin verbrennt alles, was im Weg steht. Es ist keine zerstörerische Energie, sondern räumt auf alles, was hindert. Oft sind es Gefühle wie Angst oder Zweifel oder Schuldgefühl. Außerdem, Vishakha ist auch die Tempelfeuer und das hat eine reinigende Wirkung. Sein Sonne ist in Skorpion, aber in einem anderen Mondhaus. Und dieses Mondhaus heißt Anuradha. Und das ist, verspricht Glück. Die indischen Astrologen sagen, das ist diejenigen, die auf Elefanten reichten. Und Elefant ist ein Glückssymbol, auch Symbol für Wohlstand. Und sein Sonne, das ist sein Selbst. Das heißt, er kann das Verwirklichen im Wohlstand zum Leben, sich behaupten, Glück zum Haben im Leben. Außerdem zeigt dieser Mondhaus auch die Spiritualität, die hellsichtige Fähigkeiten. Mond ist auch in Skorpion im Mondhaus Jeshta. Und Jeshta ist die älteste von diesen 27 Geschwistern. Dazu erzähle ich die mythologische Geschichte. Der Mond ist Chandra und ist ein Mann. Und er verliebt sich an Rohini. Rohini ist jung, unschuldig, verkörpert die Morgenröte. Also der Mond verliebt sich und macht einen Heiratsantrag. Und die zukünftige Schwiegervater sagt, ja gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst ihre Geschwister auch heiraten. Und der Mond heiratete alle 27 Geschwister und er besucht jeden Tag eine von seinen Frauen und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Und Jeshta ist die älteste von diesen Frauen, aber symbolisiert jetzt nicht eine alte Frau, sondern verkörpert die Weisheit. Und Jeshta bekommt auch Respekt und großen Ansehen. Und das ist für ihn ein Grundbedürfnis. Und diese Mondposition zeigt, das entspricht seinen Gefühlen. Sein Gefühl sagt, verlange Respekt von jedem, weil das entspricht wirklich seinen Bedürfnissen. Mars befindet sich im Wassermann im Mondhaus Shatabisha. In diesem Bereich sind ganz viele Glückssterne, aber dieses Mondhaus heißt übersetzt 100 Ängste, 100 Glück. Das heißt, wenn er Angst hat, das blockiert ihn. Wenn er seine Ängste überwunden hat, dann kommt auch das Glück. Merkur und Jupiter befinden sich auch im Mondhaus Jeshta. Das ist die älteste Schwester und bekommt Anerkennung, Ansehen, Respekt. Eine Weise und genau das entspricht sein Wissen, das ist Merkur und die Weisheit, das ist Jupiter. Er ist sehr weise und er hat dieses altes Wissen in sich. Venus befindet sich auch in Skorpion, auch im Mondhaus Jeshta. Wieder diese Ansehen, Anerkennung, das ist die älteste Schwestern, vielleicht sogar die Neigung dazu, in die Liebe eine ältere Dame zu suchen, weil Jeshta ist die älteste von diesen 27 Frauen und Venus verkörpert die Frau, wie er das vorstellt. Saturn
befindet sich in Tierkreiszeichen Stier und hier hat er karmische Erinnerungen, weil Saturn ist rückläufig und befindet sich im Mondhaus Rohini. Rohini war diese große Liebe des Mondes, die Morgenröte, natürlich die jüngste von den Geschwistern. Und da hatte karmische Erinnerungen. Und kann natürlich auch bedeuten, dass in früheren Leben war seine große Liebe zu jung und er will das nicht mehr, sondern er fühlt sich mehr zum älteren Damen hingezogen. Uranus befindet sich im Jungfrau, dieser Mondhaus heißt Hashta, übersetzt bedeutet Hand oder Handlungen und wird von Vindemiatrix bestrahlt. Vindemiatrix ist die Weinleserin und zeigt Lebensfreude. Wenn er diese Lebensfreude verspürt wie ein Fest im Leben, so kann er besser seine Träume in Tat umsetzen. Immerhin, hier handelt es sich um seine Hoffnungen und seine Wünsche. Neptun ist im Skorpion im Mondhaus Anuradha, so wie seine Sonne auch. Und das bedeutet Glück haben. Auf Elefanten reiten. Und dieser Elefant ist dieser Glückssymbol und Symbol für Wohlstand. Und Neptun sagt, wenn du deine Träume lebst, dann bist du auch im Wohlstand. Oder wenn du deine künstlerische Begabung lebst, dann lebst auch den Wohlstand, weil das bringt dir Glück. Du musst das nur im Tat umsetzen. Das ist die Mars-Energie. Aber das sind erstmal 100 Ängste. Und diese 100 Ängste muss erstmal aufgeräumt werden. Pluto befindet sich im Jungfrau. Dieses Mondhaus heißt Uttarapalguna und das heißt übersetzt die Zeit zum Ernten. Hier muss zwei Qualitäten zusammenbringen, etwas vergleichen oder beide Seiten die Münzen anschauen und dann kommt auch die Reife und das trägt auch Früchte. Und hier handelt es sich um seinen Freunden. Das untersuchen, wen kann er vertrauen, wen kann er nicht vertrauen. Oder wenn das um seine Wünsche geht, dass auch beide Seiten die Münzen anschauen. Das kann auch bedeuten, auch die Liebe, aber auch die Berufung. Und das muss diese beide im Einklang bringen. Rahu ist die Drachenkopf, das, was seine Seele sucht. Und das befindet sich hier im Steinbock. Und dieser Mondhaus heißt Shravana, übersetzt bedeutet zuhören an seinen inneren Stimme. Nach innen schauen, das zuhören, was seine Intuition sagt. Und steht aber mit Adler auch in Verbindung. Und das ist ein Adlerblick, ein Weitblick. Und so kann er die Zusammenhänge erkennen. Erstmal seine Intuition vertrauen und dann braucht er einen Weitblick und dann kann er besser planen. Ketu, und das ist der Drachenkörper, das zeigt die alten Karma, ist im Mondhaus Pushya und das bedeutet, dieses feine Gefühl zu haben, immer im richtigen Augenblick, in richtigen Ort zu sein, wann soll etwas geboren werden und eine starke Intuition. Welche Verbindungen hat er? Mond, Merkur, Venus steht in Konjunktion, hier in Skorpion. Eine Konjunktion bedeutet, sie wirken gemeinsam. Die können sich gar nicht trennen. Und das heißt, Mond symbolisiert die Mutter, Venus die Frau, die stehen mal in Verbindung. Und das bedeutet erstens, er vergleicht die Frau mit der Mutter oder die Frau soll mütterliche Eigenschaften haben, wieder die Neigung zum älteren Damen. Und Merkur
da versteht er sich besser. Das ist die Kommunikation. Und diese drei, Mond, Merkur, Venus, die bilden sich eine Konjunktion, die treffen sich und sie wirken auch zusammen, stehen zu Uranus in eine sehr schöne Verbindung. Das heißt, Venus ist weiblich, Mond ist weibliche Energie, dass die Frau einen großen Einfluss auf seine Persönlichkeit hat, auf sein Leben, und dadurch ändert sich etwas. Die Uranus zeigt dann diese Umbrüche und Veränderungen. Eine Frau löst das bei ihm aus. Und so kann er seine Wünsche leben. 11. Lebensbereich, die Wünsche. Neptun steht zum Pluto, eine sehr schöne Verbindung. Und das zeigt seine innere Kraft. Und das verspürt er, wenn er wirklich seine Träume lebt. Und Pluto steht zum Saturn, auch eine sehr schöne Verbindung. Und das heißt, wenn er seinen inneren Kraft zeigt, wenn er von sich selbst überzeugt ist, wenn er von seinen Zielen überzeugt ist, dann kommt es auch in Form. Weil Saturn zeigt, wie man etwas in Tat umsetzen kann, in Form bringen kann. Neptun und dieser rückläufige Saturn stehen gegenüber, sie spiegeln etwas, und das sind Erinnerungen in früheren Leben, und das bezieht sich auf die Liebe, Partnerschaft, und Neptun zeigt Erinnerungen, enttäuschten Gefühlen. Und das, was er in diesem Leben in Ordnung bringen möchte. Also enttäuschten Gefühlen, das hat er von früheren Leben. In der Mitte ist ein Engel, und dieser Engel herrschte in dem Tag, wo er geboren ist. Das ist sein persönlicher Schutzengel, und das ist gar nicht einfach zum Aussprechen. Jejael heißt dieser Engel. Und das bedeutet, rechte Hand Gottes verspricht Erfolg in Finanzen, gibt ihm Kraft und Mut, hilft dabei, Ansehen und Ruhm bekommen und Ehre und Reichtum, unterstützt Künstler, unterstützt Wissenschaftler, begleitet auf Seereisen, das kann auch eine innere Reise sein, eine spirituelle Reise, und fördert seine Großzügigkeit. Liebe Senilia, so könnte ich sein Horoskop darstellen, erklären. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Alles Gute, alles Liebe von Dendera.